So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heute möchte ich Nachricht bzw. ein. Ich möchte die Frauen, die verwitwet sind oder verheiratet waren, also die geschiedenen Frauen, ein bisschen motivieren und denen wahrscheinlich denen ein bisschen so einen Ratschlag geben. Vielleicht kennst du den einen Punkt oder den anderen oder vielleicht. Brauchst du einfach eine Motivation, ne? Damit einfach das, was du denkst, vielleicht auch stimmt. So, du bist geschieden, ja, oder dein Mann ist gestorben und du hast jung geheiratet, okay? Da möchte ich dir sagen, dass es eigentlich okay ist, sich scheiden zu lassen. Ist normal. Alhamdulillah, Allah hat uns das ermöglicht, weil wenn zwei Menschen miteinander nicht mehr klarkommen können, beziehungsweise wenn einer irgendwie keine Lust hat, sein Verhalten zu verändern, um den anderen weniger Probleme zu machen, dann muss man sich doch scheiden lassen. Wenn einer nicht betet und der andere betet, dann muss man sich scheiden lassen. Ne? Weil die Basis muss erstmal stimmen. Und wenn die Basis vorher nicht gestimmt hat, dann ist das Zusammenleben sehr, sehr anstrengend. Ja? Wenn man mit einem aggressiven Mann lebt, also aggressive Frau oder Mann, wie auch immer, ne? Dann ist es anstrengend, dem recht zu machen. Ja? Jemand, der immer unausgeglichen ist von innen, ist sowieso schwierig, mit dieser Person zu leben. Ja? So, du bist jetzt geschieden. Ja. Ich möchte jetzt, dass du erstmal ein paar Sachen verstehst und wirklich beherzigst. Und zwar, Nummer eins, du bist eine Frau, eine muslimische Frau. Von völlig abgesehen, wo du herkommst. Ich möchte sowieso nicht, dass du denkst, du, ich bin Araberin, ich bin Türkin und ich bin Albanerin und ich muss so leben. Nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Rechte gegeben und wirklich, wenn du an Allahs Rechte hältst oder lernst und die kennenlernst und dabei bleibst, dann weißt du, wer du bist. So, du bist geschieden und du hast dein eigenes Haushalt und du hast deine Kinder bei dir. Korrekt? Meistens ist es ja so. Na, dass die Frau immer mit den Kindern bleibt und die ist zu Hause bei sich. Ich möchte, dass du jetzt anfängst, dich kennenzulernen. Du hast früh und naiv geheiratet. Ja? Und normalerweise, ich muss auch vorab sagen, wenn man jung heiratet, hat man wenig Lebenserfahrung. Darauf kommt auch noch hinzu, die Eltern, die nicht mit dir diesen Weg gehen, vor allem nicht vernünftig mit diesem Weg gehen. Die Eltern gehen mit dir diesen Weg nur, okay, das Mädchen hat geheiratet, khalas, gut, mach Tür zu, khalas, into Zojik, du und dein Mann, lebt alleine. Aber die Eltern sind nicht da, wenn du die brauchst. Deine Geschwister sind nicht da, wenn du die brauchst. Und wenn dein Mann dir Probleme macht, zu wem gehst du denn? Nirgendwo, korrekt? Ja, weil alle gegen dich sind. Und es gibt manche Frauen sogar, leider, leider, manche Eltern denken dann, stirb lieber, als du dich scheiden lässt. Das ist so heftig und so krank und ich find's so dumm, dass manche Mädels so denken. Warum sage ich dumm? Weil eigentlich bist du Muslim, du trägst Kopftuch, du trägst sogar Niqab, ne? Aber du erniedrigst du dich selbst. Warum machst du dich selbst runter? Guck mal, Islam hat nicht mit Leiden zu tun. Ich weiß nicht, wer das euch beigebracht hat, ne? Aber Islam hat nicht mit Leiden zu tun. Um Gottes Willen, niemals. Niemals hat mit Leiden zu tun. Und wenn du das verstehst, dann bitte ändere jetzt die Meinung. Islam hat erstens mit Nefs zu tun, mit meinen Nefs, mit meiner Seele, mit meinem Ich, komme ich erstmal klar. Ich, dann sagst du deinen Namen, Laura, Lisa, ne? Miriam, Mariam, Khadija, Aisha, Huda, ne? Fatima, okay? Du sagst erstmal deinen Namen und sagst, ich, Allah hat mich erschaffen und Allah hat mir Regeln gegeben. Nummer eins, du musst erstmal Klarheiten haben für deine Regeln, für deine Grenzen. Deine Eltern, okay, mein Mann, okay, meine Kinder und ich. So musst du erstmal denken. Und dann sagst du, was hat Allah gesagt? Allah hat gesagt, ich und meine Eltern, ich muss gut zu meinen Eltern sein. Weil wenn die Eltern böse sind auf mich, Allah ist böse auf mich. Gut, ich muss um dich kümmern, Mama, dass du es dir gut geht. Aber ich muss nicht immer auf dich hören. Das musst du dir im Kopf sagen, das musst du deinen Eltern nicht sagen.
Okay? Wenn du zum Beispiel, wenn deine Eltern dir sagen, studiere das und heirate den und mach dies und jenes, nein, sagst du Mama, inshallah khair, ich mach das, was ich, ne, inshallah will und ich Mama, ich möchte so. Dann musst du deine Mutter aber auch kennen, die Charakter von deiner Mama und deinem Papa. Setz dich mit denen zusammen und sag, Mama, ich bin erwachsen und doch, führe mal ein vernünftiges Gespräch mit denen, ja. Wenn es klappt, Alhamdulillah, wenn es nicht klappt, musst du immer nur sagen, inshallah khair, Mama, inshallah, machen wir, inshallah, machen wir, inshallah, machen wir. Allah wird nicht böse auf dich. Wichtig ist nur, dass du nicht verbal wie es gegenüber deiner Mutter. Also nicht schimpfst und schreist und sowas. Ne? Das ist nur ganz schlimm. So, das ist die Eltern. Dann der Mann. Der Mann muss kapieren und verstehen, dass er dein Partner ist im Leben. Ja, du bist mein Partner. Ich bin nicht deine Mutter. Ich bin nicht deine, ne, Sexspielzeug. Ich bin nicht, ne, ich bin deine Partnerin. Wir teilen. Ja, wir machen Schura hier. Wir diskutieren, ja. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gestorben ist, ja, er hat nicht, er liebte Abu Bakr as-Siddiq so sehr liebte Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq. Die letzten Tage musste er Abu Bakr as-Siddiq, musste Abu Bakr as-Siddiq immer vorbeten. Die letzten Tage war er Abu Bakr as-Siddiq Imam. Und Umar bin Khattab war nie eifersüchtig. Obwohl immer Umar sagte, okay, Abu Bakr will nicht, dann gehe ich hin. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nein, Abu Bakr geht hin. Radiallahu anhum wa ardahum. Ja, also Muhammad ist gestorben und dann hat Umar bin Khattab hat dann erfahren, dass Al-Ansar, ja, die Medina-Bewohner, ne, also Yathrib damals, hieß es Yathrib, nicht Medina, sondern Yathrib, damals, dann hatte ja Umar bin Khattab zu Abu Bakr hingegangen und gesagt, ich habe gehört, dass die Al-Ansar, ja, die wollen schon jemanden zu Khalifa machen. Also da müssen wir hin, ist, ne? Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es offen gelassen, damit die Leute sich beraten. Ja, damit keine Fitne entsteht. Und das ist so mit der Ehe auch. Schura, sich beraten lassen. Ich möchte jetzt nicht die Geschichte erzählen. Wenn euch die Geschichte nicht interessiert von dem Sahaba, erzählt gerne. Er hat die Schura, also die Beratung, offen gelassen zwischen den Sahaba. Und Masha'Allah, das war eine fruchtbare Schura gewesen. Ne? Obwohl sowieso Allah, Muhammad Sallam hat sowieso prophezeit und hat gesagt, die ersten 4 oder 5 gehört sowieso die Sahaba. Ne? Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist Beratung in der Ehe, sich beraten lassen. Aber nur ein entspannter, ein ausgeglichener, normaler Mensch ist dafür für Beratung. Jemand, der dominant ist, der immer rechthaberisch ist, der immer Probleme hat mit sich selbst, ja, und der will immer diese Probleme auf andere ausüben, mit dem kann man gar nicht klarkommen, weil der belastet die Frau. Guck mal, wir Frauen belasten uns euer Verhalten. Ja, diese Unklarheiten, Lügen, ne, das sind so Sachen, die eine Frau belasten. Ja, immer spät nach Hause kommen, ihr das Gefühl geben, dass du nicht da bist. Also keine Sicherheit ihr geben. Ne? Das sind so Dinge, die uns wirklich verrückt machen und manche Frauen können damit nicht umgehen. Witzigerweise, und das kann ich wirklich laut sagen, fast alle Frauen, die ein Problem, fast alle, ja, sagen wir mal so, fast alle, 99%, ne? Alle Frauen, die einen häuslichen Gewalt erlebt haben oder einen sexuellen Gewalt erlebt haben oder einen verbalen Gewalt erlebt haben, oder eine finanzielle Gewalt erlebt haben, egal was für eine Gewalt ihr erlebt habt, das ist nur deswegen, weil du auf dich selber nicht geachtet hast und weil du auf deinen Instinkt nicht gehört hast und weil du nach deiner Lust und Begierde gegangen bist. Lust, dann, ich liebe ihn, ich kann doch nicht ohne ihn, ich kann nicht ohne ihn, ja? Oder du kommst selber aus einem Haushalt, wo wirklich Gewalt normal ist, ne? Weil keine normale, gescheite Frau erlebt sowas. Man kann ja verarscht werden. Aber die Frau, die verarscht wird, die wird schnell wach und die sagt, okay, diese Person ist voll krank, voll behindert. Aus, vorbei. Das war's. Ne? Ich weiß, dass manchmal die Liebe uns verrückt macht, aber man muss mit der Liebe umgehen können. Du kannst dich einfach nicht so loslassen und sagen, ja, ich liebe ihn und ich mache und vertraue. Nein, Liebe hat nicht mit Schmerzen zu tun. Und die Araber und die Ausländer verstehen, was ich meine.
immer in der Musik, arabischer Musik, ne, oder albanischer oder türkischer Musik ist sowieso ähnlich, die jammern viel. Und die erzählen dann immer viel, dass immer, wenn ich dich mal verloren habe, ich habe dich nicht mehr gesehen und mein Herz und ich kann nicht schlafen und ich sterbe und ne, hat immer mit Leid zu tun. Und das ist so bei denen in euren Köpfen eingetrichtert oder ja, ne, eingemauert in euren Köpfen. Und das ist falsch. Liebe hat nicht mit Trauer und Emotionen Probleme. Also Liebe hat nicht mit Leid zu tun. Ne? So, mein Tipp an die geschiedenen Frauen. Kümmere dich um dich selbst. Es muss dir klar sein, dass du eine erwachsene Frau bist. Du bist eine Mutter. Du bist Verantwortung für dich selber und für deine Kinder. Die Kinder wollen nicht sehen eine leidende Mutter. Bitte, bitte. Hör auf immer, dich selbst zu bemitleiden. Weil du bist verantwortlich für ein paar andere Menschen. Ja, deine Kinder. Wenn du ein, zwei Kinder, drei Kinder hast, nein, du bist verantwortlich für die. Du bist verantwortlich für deren Psyche, für deren Wohlbefinden. Die müssen dich immer lächeln sehen, die müssen dich immer gut aussehen sehen. Speziell, wenn du Töchter hast. Die müssen dich immer in bester Form sehen, weil du bist deren Idol, ob du es willst oder nicht. Du bist für die verantwortlich. Deswegen, du musst besser sein für dich. Ändere dich für Allah und für dich. Und die Veränderung, das Selbstbewusstsein, die ich meine, hat immer mit Nia zu tun. Ja? Die Nicht-Muslime wissen es nicht, aber wir Muslime wissen es. Ich möchte mich verändern, ist eine Ibadah, ist eine Anbetung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah liebt starke Muslime. Allah mag keine jammernde Muslime. Allah mag keine gebrechliche Muslime, weil die können den Islam nicht dienen. Und diese jammernde Muslime haben dann Kinder, die sie aber nicht erziehen können. Und Erziehung ist nicht leicht. Die brauchen eine Mutter, die wachsam ist, einen Vater, der wachsam ist, ne? Der liebevoll mit den Kindern umgeht, nicht immer schreit und schimpft und keine Ahnung was macht. Und reflektiert euer Leben und wie eure Eltern mit euch umgegangen sind und versucht es bitte positiv zu verändern. Es gibt auch Mädels, die ich kenne, oder Mädels, die gibt es bestimmt, die immer sagen, ich möchte meine Kinder niemals schlagen und niemals dies machen und jenes machen. Und dann erziehen die deren Kindern laissez-faire. Ja, nee, mach was du willst, du bist ein Kind, du bist ein freiwilliges Kind. Dabei kann diese Mutter dieses Kind nicht islamisch erziehen. Nur weil die ein Trauma hatte, ne, von ihrer gewalttätigen Mutter und Vater, will sie jetzt ihre Kinder total frei erziehen. Total frei. Und natürlich, wenn man sowieso von Extrem kommt, vom negativen Extrem, dann geht man natürlich zu den anderen Extremen, nämlich halt, ist egal, leb wie du willst, ist das das, was du willst? Da spielt Islam keine Rolle. Na? Da spielt nur Freiheit eine Rolle. Alles im Namen der Freiheit. Ja, und das Kind macht böse Sachen, die Mutter erklärt nicht mal islamisch, erklärt nicht mal auch humanisch. Na? Das heißt, das Kind hat eigentlich keine Regeln. Und die denken, das ist Freiheit. Diese Erziehung ist eigentlich eine schlimme Erziehung. Es ist genau die Erziehung, die die Mutter hatte, nur halt andersherum. Ne? Das ist genauso eine schlimme Erziehung. So, mein Tipp an diese Schwestern ist, ich möchte erstmal, dass du dich sammelst, dass du viel Meditation machst, vor allem Atemtherapie. Atemtherapie hilft dir, die Konzentration ein bisschen auf deinen Körper zu beziehen. Ne? Atemtherapie, die Konzentration auf dein Körpergefühl, auf dich zu hören, ne? Die Konzentration mal auf dein Wesen. Du beschäftigst dich wirklich mit deinem Jetzt, Hier und Heute. Und viele Menschen, subhanallah sogar auch, können nicht, viele Frauen, ja, die traumatisiert sind von deren Ehemännern oder halt zu Hause Kindheit, ne? Die immer aggressiv ist. Die können sich nicht auf hier und jetzt konzentrieren oder genießen oder erleben. Die sind immer in Vergangenheit oder halt in Zukunft. Zukunft haben die immer Sorgen und Vergangenheit ist Kummer. Ich habe ein Video gemacht über Depression. Schaut euch dieses Video an. Ja, ne? Und das ist immer das Problem. Deswegen lernst du mit Atemtherapie, wie du im Hier und Jetzt lebst. Dass du auch deine Kinder wahrnimmst, wirklich wahrnimmst, mit deinem ganzen Du, mit deiner ganzen Sinne wahrnimmst, deine Ohren, deine Augen, deine Nase, dein Mund, deine Hand. Alles nimmt dieses Kind wahr.
und sagt mir bitte, ob ihr eure Kinder wirklich so wahrnimmt, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, beschäftige dich nicht mit einem Ehemann. Beschäftige dich nicht mit einem neuen Ehemann. Beschäftige dich damit nicht, dass du alleine bist. Es gibt eine Sahabia, ich möchte dich jetzt motivieren. Es gibt eine Sahabia, ja, Subhanallah, hört mal an. Eine Single Mother, ja, eine alleinerziehende Mutter. Wer wollte sie heiraten? Ich schreie laut, weil ich das jetzt krass finde, ne? Wer wollte sie heiraten? Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte sie heiraten. Und sie hat es abgelehnt. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Ja, nee, wer kann Muhammad sallallahu alaihi wasallam ablehnen? Aber diese Frau, die kennt ihre Grenzen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist perfekt für sie. Klar, er wird sie helfen oder er wird alles machen, ne? Aber sie hat sich selbst nicht getraut. Sie hat gesagt: Ich weiß nicht, wenn ich mich mit dir beschäftige, habe ich Angst, dass ich meine Kinder vernachlässige. Und wenn ich mich mit meinen Kindern beschäftige, habe ich Angst, dass ich dich vernachlässige. Subhanallah, guck mal, was für eine Antwort sie gegeben hat. Muhammad hat sie nicht geheiratet. Aber das ist ein Beweis für uns Frauen, dass eigentlich als alleinerziehende Mutter du kommst klar. Wer gibt dir dieses Gefühl, dass du als alleinerziehende Mutter gebrechlich und kaputt unnutzbar bist? Wer gibt dir das Gefühl, dass du eigentlich nicht wert bist? Wer gibt dir das Gefühl, dass du immer ausgenutzt wirst von Männern? Du wirst ausgenutzt von diesen Männern, weil du es zulässt, weil du schwach bist, weil du eine schwache Persönlichkeit hast, weil du eine Persönlichkeit bist, die in der Vergangenheit lebst. Es tut mir leid, dass meine Wörter sehr hart sind. Es tut mir wirklich leid, aber ich möchte dich von dieser Situation wecken. Ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das kommt wirklich aus Liebe, diese Worte. Ne? Deswegen als alleinerziehende Mutter, du darfst dich nicht schämen. Und wenn die Mutter das Gegenteil behauptet, lächle und gib ihr einen Kuss und sag, Khair, inshallah, Mama. Okay? Du musst die Religion kennen, damit du dich stärkst. Du musst immer eine Ayah wissen und ein Hadith, die dein Herz beruhigen. Beweis. Ibrahim a.s. sagt zu Allah subhanahu wa ta'ala, ja Allah, zeig mir, wie du die Tote zum Leben bringst. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, hast du Zweifel zu Ibrahim a.s.? Dann sagte Ibrahim, nein, ja Allah, ich möchte nur, dass mein Herz beruhigt. Deswegen sage ich euch, liebe Leute, versucht bitte immer ein Ayah oder ein Hadith auswendig zu lernen. Ein Hadith oder ein Ayah, den du Tafsir wirklich wortwörtlich kennst. Divorce, also Scheidung, ist was ganz Normales. Menschen kommen, bleiben miteinander, Menschen bleiben nicht miteinander, ist normal. Ne? Ist es normal? Es ist völlig normal. Aber nur, wir haben leider viele Menschen, die Unwissen haben in Religion und die leben nach Kultur, die krank ist. Und diese Kultur macht die Menschen psychisch krank. Was glaubst du, warum die Ausländer alle Zucker haben und unglücklich sind und Depressionen sind und immer Herzinfarkt bekommen ne? Weil die alles in sich hineinfressen, weil die leben nicht wie normale Menschen. Die haben eine komische Ideologie, ja, eine komische Einstellung vom Leben, eine komische Einstellung von Religion, eine komische Einstellung vom gesamten Menschsein, ja. Und das haben die deren Kindern beigebracht. Und das erlebst du jetzt. Nun, deine Eltern ist eine andere Geschichte, die haben deren Zeit gelebt. Ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Eltern verzeihen. Ich möchte nicht, dass du deine Eltern beschuldigst. Ich möchte dir nur klarstellen, dass du jetzt in der Lage bist, das zu verändern. Ja, das zu verändern. Und nach jedem Gebet machst du Dua für deine Eltern. Barmherzigkeit, dass sie ins Paradies gehen und so weiter und so fort. So, Nummer eins, ich sag dir nicht viele Sachen. Ich sag dir nur Atemtherapie. Und das werde ich inshallah mit euch einmal machen. Atemtherapie und Entspannungstherapie und ein stille Therapie. Die musst du erstmal wirklich zeitlang machen, damit du dich wieder selbst findest. Finde deinen Charakter wieder. Durch Menschen lernen wir uns normalerweise kennen. Aber weil diese Menschen, die Probleme haben, die traumatisiert sind oder halt immer in Selbstzweiflung und also in Opferrolle geschlüpft sind, diese Menschen können sich selbst niemals finden und niemals verstehen, dass eigentlich durch schlechte Erfahrungen mit Menschen werde ich einfach nur reifer und schlauer, nein, sondern im Gegenteil, die werden noch misstrauischer, verzweifelt und immer schlimm und die Leute sind böse und die Muslime sind böse, ne? Und das hat nicht mit Muslimen zu tun, das hat einfach nur mit einfach Mensch zu tun, der eigentlich sich selbst nicht kennt und seine Religion nicht entsprechend nicht richtig auslebt, weil die das nicht beigebracht worden sind. Das ist normal. Egal, ob du Muslim oder nicht Muslim bist, hat damit nichts zu tun.
Islam hat damit nichts zu tun, glaub mir. Es ist nur traurig, weil eigentlich der Islam eine bewusste Religion ist. Ein Islam ist kein Islam für Schwachköpfe, für Schwächlinge. Ja? Und leider haben wir viele Schwächlinge, die das Leben anderer zur Hölle machen. Ne? So, Atemtherapie, Entspannung, damit du dich selbst kennenlernst. Lern dich selbst kennen. Lern dich in eine. Sei offen für dich selber. Vergiss mal die Vergangenheit jetzt. Vergiss die Vergangenheit. Ist schon geschehen. Die kannst du nicht mehr rückgängig machen. Das musst du dir einreden. Und immer wenn du eine schlechte Gedanke bekommst oder hast, schalte die um. Sag Subhanallah, Subhanallah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ja, Allah hilft mir, das zu verstehen. Oder lies Koran und ne, mach irgendwas oder sag, nee, darüber denke ich nicht nach. Lehne immer diese Gedanken ab. Es reicht. Wie lange lebst du jetzt so? 5 Jahre? 6 Jahre? 7 Jahre? 10 Jahre? Komm raus aus dieser Haut, die dich kränklich macht. Und die zweite Sache ist Spiegeltherapie. Schau dich im Spiegel an. Ja, guck dich mal im Spiegel. Deine Augen, deine Wimpern. Betrachte dich mal ganz. Lern dich selbst kennen. Finde den Kontakt zu dir. Herstellen, die Kontakt herstellen von innen. Ja. Du bist eigentlich stark genug, aber nur du bist gefesselt in deine Gedanken. Du bist gefesselt in deiner Vergangenheit. Das muss raus. Deine Kinder brauchen dich. Und wenn du deine Veränderung jetzt, die neue Du mit Allah verbindest, bi'idhnillah, mit Allahs Wille, wirst du eine neue Person sein. Nur du musst erstmal offen sein für das alles. Du musst es nur wollen. Ansonsten, wenn du das nicht bereit bist, hör dir dieses Video 5, 6 Mal an, bis du wirklich die Wille kriegst, die Lust bekommst, dich neu kennenzulernen. Lern dich kennen, damit deine Weiblichkeit rauskommen. Lern dich kennen, damit du weibliche Energien ausstrahlst und du den Guten von dem Bösen erkennen kannst. Wenn du in dieser jetzigen Situation bist, wirst du niemals den Bösen von dem Guten erkennen. Du siehst alle Menschen gleich. Deine Sinne müssen belebt werden, aber erst vorher musst du an dir selber arbeiten. Sei offen für alles, was du durchlebt hast. Schäm dich nicht, egal was andere sagen. Nun, ich habe viel jetzt erzählt. Ich habe viel erzählt, okay. Bis zum nächsten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, schreib bitte Kommentare, share my video, ja, also die Videos weiterleiten und bitte hört dieses Video mehrmals an. Ne? Das ist von mir an euch Mädels, okay? Ich habe euch sehr lieb. Salam alaikum. Ah, und Eid Mubarak habe ich gar nicht erwähnt gehabt. Salam alaikum.